Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei meinem Monatsrückblick April 2017. Ja, wir sind im Mai angekommen und wir werfen gemeinsam einen Blick zurück auf die Bücher, die ich gelesen habe, auf die Musik, die ich gehört habe, auf die Serien, die ich gut fand und ja, auch noch zwei, drei andere Dinge, die ich zu erzählen habe. Begonnen wird wie immer mit der Buchstatistik, danach kommen die Bücher und danach dann der Rest. Und ich denke, wir beginnen direkt mit der Statistik. Es sind 12,5 Bücher geworden im April. Das halbe Buch war eines der halben Bücher aus dem März, das ich noch beendet hatte. Das waren insgesamt 4213 Seiten und das dann auf die Tage runtergebrochen, komme ich auf einen Durchschnittswert von 140 Seiten am Tag, was ich absolut super finde und sehr, sehr zufrieden bin. Es waren insgesamt 4 Bücher, 8 E-Books und ein Hörbuch und im Grunde ein halber Wälzer, denn den Wälzer, den ich gelesen habe, den hatte ich abgebrochen und ja, es war trotzdem so der Wälzer für den Monat, dass ich ihn dann abgebrochen habe, konnte ich ja nicht ahnen sozusagen. Ja. Wollen wir mit den Büchern beginnen? Es ging los. Das erste komplett gelesene Buch im April waren die New York Diaries und zwar der dritte Teil, Phoebe. Dieser war von Ellie Taylor und ich bin ein Fan der New York Diaries Reihe, freue mich jetzt auch sehr auf den vierten Teil und habe dieses Buch wirklich sehr, sehr genossen. Es ist wunderbar in New York einzutauchen, in dieses Knights Building und dort eben verschiedene Frauen in verschiedenen Stationen in ihrem Leben zu treffen, kennenzulernen, mit ihnen das Leben in New York zu bestreiten und so auch mit Phoebe, die eigentlich alles hat, die sehr zufrieden ist, die auch keine Beziehung will, die mit diesen Lockerleinen Liebschaften zufrieden ist und eines Tages den Koffer mit einem Fremden am Flughafen vertauscht und ihrem Koffer ist Leo und wir sprechen hier nicht direkt von Leo DiCaprio, sondern von ihrem Tagebuch, das sie eben genauso benannt hat und sie möchte natürlich dieses Tagebuch auf jeden Fall wiederbekommen und ja, wessen Koffer sie hat, wie sich das auflöst, war wirklich toll geschrieben, hat mich sehr gepackt, sehr mitgerissen, sehr begeistert und ich freue mich sehr auf den vierten Teil so der dann, glaube ich, im Juli erscheint. Und man kann die Bücher durcheinander lesen und man muss nicht der Reihe nach irgendwie lesen. Und ich habe mich hier sehr, sehr über die Geschichte gefreut. Ja, dann habe ich beendet das halbe Buch und zwar Silo von Howard Hughes. Das haben wir ja im Leseklub begonnen, haben wir Ende März gestartet. Dadurch, dass ja die Buchmesse Ende März war, haben wir danach erst gestartet und es dann in den April ein bisschen mitgenommen. Das Buch fand ich ja eher so okay. Ich fand es in Ordnung, es hat mich jetzt aber nicht vom Hocker gerissen. Der Anfang war tatsächlich noch sehr, sehr gut, hat mich wirklich auch begeistern können. Aber im Mittelteil wurde es dann eher irgendwie so ein Krimi, ein Aufklärungsroman und so richtig, was es mit den Silos und ja der Endzeit auf der Erde zu tun hat. So richtig gut fand ich es nicht, es war in Ordnung und ich fand es auch schön, ja, wie der Austausch im Leseklub geklappt hat. Danach kam dann ja, das nächste Highlight des Monats und zwar Carol von Stephanie Garber, ein Buch, das mich total geflasht hat, total begeistert hat, das mich wirklich mitgerissen hat in diese Caraval-Welt, in diese enorme Fantasy-Welt, das mit einem Spiel zu tun hat. Und wir haben hier unsere Protagonistin, die glaubt, dass doch so manches in dem Spiel vielleicht echt ist oder nicht. Und was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Was ist Spiel? Und das war unglaublich kreativ gelöst und es hat wirklich Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen. Der Schreibstil war wirklich großartig und hat mir unglaublich gut gefallen und ja, das Buch war einfach Hammer. Also es hat mir wirklich gefallen. Es gab ein, zwei Punkte, was auch wieder so ein bisschen unsere weibliche Protagonistin mit ihr zu tun hatte, aber das ist wirklich Jammern in diesem Fall auf hohem Niveau. Es gab so zwei, drei Augenrollmomente, aber ja, die gibt es gefühlt zurzeit in fast jedem Jugendbuch, aber das fand ich wirklich großartig. Hat mich wirklich gepackt, gefesselt, mitgerissen und ich freue mich sehr, dass es da eine Serie geben wird und wohl auch einen zweiten Teil, soweit ich das gelesen habe, fand ich sehr, sehr gut.
Als nächstes kam und jetzt Lass uns tanzen von Karine Lambert. Ein Roman, der eher ruhig war, der sich mit Liebe im Alter beschäftigt. Was passiert, wenn der Ehepartner stirbt und man selbst gar nicht so recht weiß, ja, was mache ich jetzt mit dem Leben? Und das haben wir hier. Wir haben hier zwei Personen. Ich glaube, sie war Ende 70, ja, Anfang 70, die sich dann auf der Kur treffen, wo sie die Kinder hingequatscht haben und merken, irgendwie können wir hier sein, wie wir wollen und dass das Leben eben nicht zu Ende ist, wenn der Partner stirbt. Das war eine sehr feine, sehr ruhige Geschichte, die mir aber dennoch sehr, sehr gefallen hat und wirklich ja, so ein wunderbares Schmunzeln in einem zurückgelassen hat und fand ich wirklich sehr, sehr schön. Dann ging es weiter, ja, direkt mit dem nächsten Highlight und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Eine Geschichte, die mich total mitgerissen hat. Wir flüchten hier mit unserer Protagonistin, weil diese verheiratet werden soll und ja, sie flüchtet zusammen mit ihrer Zofe in den Geburtsort der Zofe und es sind hier zwei Männer auf den Fersen. Einmal der Prinz, den sie heiraten sollte und zum anderen ja, der Auftragskiller und wir erfahren, dass sie Kontakt mit beiden hat, allerdings lernen wir sie da unter ihren Namen kennen, wissen aber nicht, welcher der beiden jetzt was ist. Und das fand ich unglaublich spannend und toll gemacht und hat ganz viel Spaß gemacht. Und dann eben auch, als die ersten Wendungen kommen und es war eine Wahnsinnsgeschichte. Also ich freue mich hier sehr auf den zweiten Teil, der schon Ende Mai kommt und ich bin mega gespannt, wie diese Story weitergeht, was diese vielen Wendungen noch so auslösen werden und ich war wirklich gefesselt von dieser Geschichte. Das hat echt großen, großen Spaß gemacht. So auch die nächste Reihe, die ich direkt ziemlich hintereinander weggesuchtet habe, und zwar die X-Reihe von der lieben Lena Karnau. Hier habe ich gelesen, es beginnt, es breitet sich aus, es zerstört dich und es bringt den Tod. Und alle vier Bücher waren der Hammer. Es war eine Geschichte, die ich so nicht erwartet habe und ich nach dem ersten Teil gemerkt habe, oh, das ist eine geile, ja, Zombie-Apokalypsen-Endzeit-Geschichte, den zweiten Band gelesen habe und dachte, guckst du mal, ob es weiter so geht und der zweite den ersten noch getoppt hat. Der dritte war so ein bisschen schwächer, aber wirklich nur so ganz leicht und der vierte hat dann alles gesprengt. Ein Jugendbuch-Zombie-Geschichte, die eben ein bisschen zarter noch mit dem Phänomen Zombie umgeht. Eine Wahnsinns-Hintergrundgeschichte, wie es zu diesem Virus kommt, der sich hier in Kreuztal ausbreitet. Und wir begleiten Mila, ein junges Mädchen, 16, 17, eben ja von Beginn, wie bricht diese Seuche, dieser Virus aus. Und ja, wir gehen dann eben auf Suche nach Nicht-Infizierten, nach einem Unterschlupf, nach den Antworten auf viele Fragen. Und es war eine Wahnsinnsreihe, die mich wirklich begeistert hat, denn der Fokus lag nicht auf den Zombies, was ich persönlich ja nicht so mag, sondern eben auf den Menschen, wie gehen die mit ja, dieser Endzeitstimmung um, mit diesen Problemen um, was für Probleme gibt es und wo machen sich Menschen vielleicht auch Probleme, wie ist das Miteinander, wie agieren Menschen in diesen Situationen miteinander und es war wirklich Wahnsinn, was Lena hier geschaffen hat. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Ich mochte das Moderne, das Frische, den Witz, den manchmal doch sehr trockenen Humor der Meinung sehr ähnlich ist und es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich habe wirklich die ersten drei Bände komplett hintereinander weggesucht und dann hatte ich so eine kleine Pause gemacht für ein anderes Buch und dann musste natürlich der vierte Teil auch unbedingt noch gelesen werden. Das war wirklich großartig. Das ist jetzt sozusagen Staffel 1 gewesen. Es geht dann weiter mit Staffel 2. Da gibt es bereits Teil 5 und Teil 6 erscheint bald und ich denke, zum Erscheinen von Teil 6 werde ich mir dann auch diese beiden Teile wiederholen und da geht es dann ein paar Jahre weiter später sozusagen weiter und ich freue mich sehr, wie das denn weitergeht. Dann, für das ich das Buch sozusagen die Reihe unterbrochen habe, war das Päckchen von Jackie Fellgut. Ein Titel, den ich toll finde. Ich finde das ganze Packaging wirklich toll. Ich mag das Buchcover und ich mochte den Klappentext. Und ich hatte mich mit Jackie schon ein wenig auf der Leipziger Buchmesse darüber unterhalten, habe mich mega gefreut, als mich das E-Book erreicht hat und ich es schon 3-4 Tage vorher lesen durfte und auch lesen musste sozusagen. Ich konnte es nicht auf meinem E-Book-Reader lassen, ohne zu wissen, um was es in dem Päckchen geht. Und wir haben hier eine junge Booktuberin, die eigentlich in einer Kinderbibliothek arbeitet, diese aber einen Wasserschaden hat und sie eigentlich irgendwie mehr oder weniger arbeitslos wird oder nicht mehr das tun kann, was sie gerne tun würde. Und ja, sie dann eben über ihren BookTube-Kanal im Grunde versucht, ja, Spenden zu organisieren. Und da trifft sie auf Lukas, einen jungen Mann, ja, der so ein bisschen geheimnisvoll ist und der ihr ein Päckchen zuschickt mit Dingen, die sie verlosen kann. Und ja,
da kommt dann eine kleine, aber zarte Liebesgeschichte, die wirklich wunderbar in diesem Päckchen verpackt ist. Großartiger Liebesroman, wirklich frühlingshaft, modern und frisch und nicht mit zu vielen Klischees. Ich meine, es ist natürlich ein Liebesroman, man erwartet da etwas und es ist nicht ganz so, dass man sagt, es ist ganz was anderes, aber Klischees müssen nicht immer erfüllt werden und das kann Jackie einfach unglaublich gut und ich mochte das Päckchen einfach sehr. Es hat Spaß gemacht, in die Welt dieser Booktuberin, in die, die auch Kinder mag und eben in der Bibliothek arbeitet, einfach so einen Menschen zum Greifen nah und ihr einfach zu folgen, mit ihr mitzufiebern und ich mochte auch den Schreibstilmix aus Romanen und Dialogen und WhatsApp-Nachrichten sehr, sehr gerne und dann eben auch so dieses Hangout-Feeling, wenn beide privat sozusagen geskypt haben, fand ich wirklich großartig und ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Dann ein Buch, das ich leider nach 522 Seiten abgebrochen habe. Jetzt könnte man denken, meine Güte, das sind ja schon fast zwei Bücher. Richtig, das war mein Wälzerversuch in diesem Monat und zwar Drood von Dan Simmons, was wir auch in der Dan Simmons Lesegruppe gelesen haben. Der Link natürlich in der Infobox. Und das Buch hat eigentlich knapp 1000 Seiten und ich habe es wirklich versucht. Und ich fand die ersten 300 Seiten sehr düster. Wir sind hier in London, 1700 irgendwas und begleiten Charles Dickens und Wilkie Collins, auch einen sehr bekannten Autor. Mir hat er vorher nichts gesagt, aber er stand eben damals schon immer im Schatten von Charles Dickens. Und dieser hat ein Zugunglück, einen Unfall und entdeckt oder trifft dort auf Drood, einen Mann, sehr unheimlich dunkel gekleidet. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie das Rätsel lösen. Da wir aber nicht nur auf Rätselsuche gehen, sondern auch in die Abgründe von London, in die Opiumhallen und ja, wir auch ein bisschen von Wilkie Collins Drogensucht geprägt werden, war mir das Buch nach 300 Seiten, habe ich gemerkt, so gar nicht wirklich meins. Es war bis dahin unglaublich spannend und dann kamen 3-4 Leseabschnitte, wo ich immer wieder dachte, es deprimiert mich, es zieht mich runter, es ist so düster, es ist mir zu düster und zu dunkel und ich es dann abgebrochen habe. Und auch wenn es mir unglaublich leid tut, weil ich möchte, dass mir Dan Simmons gefällt, ich habe ja auch noch so einiges auf dem Sub, es war vom Schreibstil wirklich genial gemacht, aber die Story konnte mich irgendwie nicht so mitreißen und ich konnte mich auch nicht so fallen lassen, was vielleicht daran lag, dass man eben nur 50 Seiten am Tag gelesen hat. Aber das Problem kann man natürlich dann nicht mehr beheben, wenn man sozusagen schon in diesem Problem drinsteckt. Das Buch habe ich dann gehört und zwar ist das Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Das hatte ich mir damals von meinem Audible-Abo geholt und es gab ja leider etwas Privates im April in meinem Leben in der letzten Woche und so war es mir nicht möglich, irgendwie ein Buch zu lesen, so habe ich gehört und das ging wirklich sehr gut, denn Sarah J. Maas kann absolut schreiben. Das Buch ist unglaublich Fantasy-mäßig, es ist High-Fantasy vom Feinsten, es ist natürlich eher ein Jugendhigh-Fantasy-Buch, was man an der zarten und sehr, sehr schnellen Liebesgeschichte merkt, aber das ist ja so auch so der kleine Kritikpunkt. Eine Geschichte, die ich unglaublich toll fand, die mich wirklich mitgerissen hat und in eine Welt gezogen hat und man förmlich die Bäume vor Augen hatte, die Menschen, die Fae, diese Wesen, um die es geht, vor Augen hat und wirklich in eine Welt eintauchen konnte, die mich wirklich mitgerissen hat. Und ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie es mit Teil 2 weitergeht. Dieser erscheint, soweit ich jetzt weiß, im August. Im Englischen könnte man, glaube ich, sogar schon den dritten lesen. Also wer da möchte, der uns nicht erwarten kann, also wirklich bombastisch gut geschrieben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das letzte Buch habe ich dann am letzten Wochenende gelesen des Monats und zwar war das 7 Minuten nach Mitternacht. Ein Buch, das ich schon etwas länger auf dem Sub habe, seit ich darauf aufmerksam wurde, dass das eine Buchverfilmung ist, als ich mich gleich so mit den Filmvorschauen für 2017 beschäftigt habe und dachte, das Buch musst du einfach vorher lesen und dann möchtest du auch ins Kino gehen und natürlich dann auch so ein bisschen den Vergleich haben. Ich dann vor kurzem im Kino den Trailer gesehen habe und nach dem Trailer schon fix und fertig war und dachte, jetzt wird es Zeit für das Buch und mit seinen etwas über 200 Seiten war es auch doch sehr gut an einem Wochenende weglesbar und es hat mich wirklich so in die Tiefen mit hinuntergerissen. Wir haben hier einen sehr jungen Jungen und der hat eine sehr schwerkranke Mutter und beide reden sich so ein bisschen ein, dass es irgendwie wieder wird, aber eigentlich merkt man als Leser recht schnell, dass es da wohl keine Rettung gibt und ihn eines Tages eben ein Monster am Fenster empfängt, der ja, ihm so ein bisschen ein paar Geschichten erzählen möchte. Drei an der Zahl.
Fall. Und die vierte Geschichte ist dann die Geschichte von Connor, dem Jungen selbst. Und die überrascht nicht nur ihn und das Monster, sondern auch uns als Leser. Und es war eine tolle Geschichte, wie mit Schmerz umgegangen wird, mit Abschied, mit Leid, mit Krankheit. Und das eben auch so ein bisschen aus den Augen eines doch sehr jungen Menschen, der eben seine Mutter verliert, was wirklich schlimm genug ist. Und es hat wirklich sehr viele Emotionen in mir ausgelöst. Es war mir an mancher Stelle ein bisschen zu leicht. Ich hätte mir gerne noch mehr Emotionen gewünscht, aber ja, vielleicht hing das auch einfach mit meiner eigenen Lebenssituation aktuell zusammen. Und ja, dennoch ein sehr, sehr gutes Buch. Ich freue mich sehr auf den Film und ja, freue mich hier wirklich dann auch darüber zu berichten. Und das waren sie nun auch, die 12,5 Bücher. Ich finde im Durchschnitt wirklich ein grandioser Monat, der wirklich sehr viele Highlights hatte, der ja eigentlich nur ein schwaches Buch hatte, was aber eigentlich, nur weil es abgebrochen wurde, gar nicht so schwach war. Ist total irrsinnig, aber ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, ein toller Monat mit vielen Highlights, mit tollen Büchern, und so kann es theoretisch in den Mai auch einfach weitergehen. Und dann soll es auch schon weitergehen mit zwei Serien des Monats, die ich wirklich gesuchtet habe und die mir unglaublich gut gefallen haben. Und zwar Tote Mädchen lügen nicht, eine Buchadaption nach dem gleichnamigen Roman von Jay Escher, den ich vor einigen Jahren gelesen habe. Eine Serie, ich glaube, in Staffel 1 jetzt mit 13 Folgen. Denn es geht hier um Hannah, ein junges Mädchen, das Selbstmord begeht und ihre Geschichte auf 13 Kassetten im Grunde niederspricht. Und diese 13 Kassetten sind dann eben auch eine Folge. Und wir erleben hier Clay, einen eigentlich guten Freund von Hannah. Die beiden waren auch so ein bisschen irgendwie ineinander verliebt oder befreundet und man weiß es anfangs nicht so recht. Und Clay fragt sich von Beginn an, wenn hier ja diese 13 Menschen aufgelistet sind, die daran schuld sind, dass sie sich umgebracht hat, was mache ich eigentlich auf einer dieser Kassetten? Und diese Frage versuchen wir eben zu lösen. Und zwar eine grandiose Serie, die viele Gänsehautmomente hatte, die ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, anspricht. Einmal eben das Mobbing-Thema auf Social Media und dann eben auch Selbstmord bei Jugendlichen. Das war so, ja, man geht aus dieser Serie ja raus und denkt sich, man muss mehr auf die Menschen um sich herum achten, man muss einfach auch netter sein, man muss darüber nachdenken, was man vorher sagt und eben sich dem bewusst sein, dass egal was man sagt, es immer etwas im anderen auslösen kann und auch auslösen wird. Ich fand die Serie wirklich großartig gemacht. Ich mochte die Schnittführung, ich mochte die Rückblicke, wie uns so die Welt von Hannah eben erzählt wurde, in Verbindung mit der, was eben Clay gerade hört. Und ich mochte auch wirklich, dass uns alles schamlos irgendwie gezeigt wurde. Es war am Ende hin wirklich sehr brutal. Es gibt da auch eine Einblendung, dass es sehr schockierende Bilder sind, sehr gewaltvolle Bilder. Man hat schon mit einem gewissen Respekt die Szenen eingefangen. Ich fand es manchmal schon so, ich dachte, puh, ja, sowas gibt es aber im Leben. Und ich weiß nicht, ob die Einblendung alleine tatsächlich reicht, damit jemand wegschaltet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so die beste Lösung von Netflix ist und war, aber es war wirklich eine großartige Serie, die mich lange, lange nicht losgelassen hat. Ich habe auch noch mit einer lieben Freundin lange darüber mir Sprachnachrichten ausgetauscht und unsere Gedanken ausgetauscht, und das fand ich wirklich toll und eine Serie, die mir auch nicht so schnell in Vergessenheit gerät und ich glaube auch aktuell die erfolgreichste Serie auf Netflix ist, was ich absolut verstehen kann, weil die wirklich sehr gut war. Man braucht am Anfang vielleicht so zwei, drei Folgen, bis man wirklich mitgeht, mitfühlt und auch für Hannah ein Verständnis irgendwie aufbringt. Und dann, denke ich, ist man aber im Bann. Bei der nächsten Serie hat es nicht mal eine Folge gebraucht, und zwar Sherlock. Ja, die BBC-Verfilmung mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Eine Serie, die mich komplett gefesselt hat. Ich bin gesherlockt, I'm Sherlocked, wie man ja so schön als Fan sagt. Und es ist cool, endlich zu wissen, wo das herkommt und warum die Fans von Sherlock genau diesen Satz auf ihren T-Shirts tragen und überall anders. Ich finde die Serie grandios. Wir haben hier ja Sherlock Holmes, einen Detektiv, der eben ganz anders tickt und ein unglaubliches Gedächtnis hat und Dinge kombinieren kann, dem Dinge auffallen, der daran erkennt, wie das Hemd in Falten liegt, dass der Gegenüber Rad gefahren ist und solche Dinge. Sehr geil, weil man dann darauf selbst achtet und merkt, mit so ein bisschen mehr Grips würde einem das wohl auffallen. Dann haben wir eben auch noch Watson, ja, im Grunde seinen Detektivassistenten, der eben eigentlich Arzt ist, und der wird eben gespielt von Martin Freeman, und diese beiden funktionieren unglaublich gut. Und ich war kein großer Benedict Cumberbatch-Fan, weil ich immer dachte, ja, dieser Mann, dieser Schauspieler, irgendwie spricht der mich nicht an.
Aber nach der ersten Folge von Sherlock, und es war so Anfang der zweiten Folge, dachte ich, es gibt gar keinen geileren Sherlock. Dieser Typ, genauso wie er aussieht, mit den Haaren, mit diesem scharfkantigen Gesicht, mit diesem etwas, ja, irren Blick, der hat was und er ist der perfekte Sherlock. Und ich freue mich jetzt auf Staffel 4, die zu Pfingsten auf ARD läuft und ich hoffe danach auf Netflix, vielleicht zum zweiten Mal schauen, online ist. Und ja, eine Serie, die mich so gefesselt hat, dass ich jetzt auch mir die Bücher zugelegt habe, immer mal in einem ja davon lesen möchte und einfach mega gespannt bin und total im Serienbann bin. Neben Serien habe ich aber auch Musik gehört diesen Monat und schon im März hat es begonnen, also ja, deswegen, aber im April ging es weiter. Ja, das neue Album von Take That, Wonderland. Ich bin durch die neue Single Giants auf das Album aufmerksam geworden und dann lief das Album auch gefühlt ja hoch und runter bei mir. Dank Spotify ist das ja unbegrenzt möglich. Ein Album, das, jetzt sind sie ja nur noch zu dritt. Und wenn man halt seit grob 25 Jahren Take That Fan ist und ja, man kommt da nicht umhin, einfach die Musik toll zu finden. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Pop und Rock und ein bisschen Disco und ein bisschen Feeling und es gibt auch die ein oder andere Ballade. Ein Album, das mir wirklich großen Spaß gebracht hat und mich auch so ein bisschen zum Mitsingen und Tanzen gebracht hat, was mir bei Musik eben wichtig ist, das einfach zu genießen, das zu leben und einfach sich da eintauchen zu können. Und das zweite Album kam dann, glaube ich, erst so in der zweiten Hälfte des Monats raus und ich habe es ja im Grunde die letzte Woche so ein bisschen gehört, aber vorher fand ich es einfach toll und so manches Stück von Vincent Weisses neuem Album Irgendwas gegen die Stille hat mir gerade in der letzten Woche, wo es mir nicht so gut ging, eben sehr, sehr gut geholfen, denn er hat genau das ausgesprochen, was ich oft gedacht habe und es sind unglaublich emotionale und feinfühlige Lieder darauf, die mich wirklich sehr berührt haben und die mir manchmal geholfen haben, meine eigenen Gedanken in Worte zu fassen und oder eigentlich in was ich fühle, in Gedanken zu fassen. Ich glaube, so ist es richtiger. Und ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und auch Musik löst in mir eben auch sehr viel aus. Und so hat es Vincent Weiss auch wirklich geschafft, mich sehr zu packen mit diesem Album und ja, allerlei Emotionen in mir auszulösen, was mir wirklich sehr, sehr gut getan hat und mir auch sehr gefallen hat. Das Album wird auf jeden Fall im Mai auch noch weitergehört. So auch ein besonderer Song von Tim Bensko, das auch auf seinem neuen Album ist und das nennt sich Leichtsinn. Und diesen Song fand ich auch sehr großartig. Also der gefällt mir auch unglaublich gut und ich werde jetzt auch in das neue Album von Tim Bensko ein bisschen reinhören. Ich mag auch seine spezielle Stimme und Art, Songs hervorzubringen, sehr, sehr gerne und da bin ich auch sehr gespannt. Und das letzte im Monat, was ich euch noch vorstellen möchte, ist ein YouTube-Kanal. Und zwar der YouTube-Kanal von James Corden. Das ist ein Late-Nighter aus den USA und man sieht dann eben auf YouTube so die letzten Late-Night-Gäste, die Gespräche, die Interviews oder wenn die eben auf der Bühne stehen und singen. Besonders toll und sehr gesuchtet. Schon im April angefangen, so die letzte Märzwoche und dann im April weitergeführt, habe ich Autokaraoke. Das ist so geil. Da sitzt er mit den Künstlern im Auto, er persönlich fährt sogar und dann wird sich eben so ein bisschen locker flocker unterhalten. Dann werden die Lieder von den Gästen sozusagen aufgedreht und dann singen alle irgendwie mit und das ist so klasse. Es gibt da ein Video mit Adele, mit Chris Martin, mit Justin Bieber, mit Take That. Das ist einfach großes Kino. Also ich lache mich da unheimlich kaputt. Ich trällere bei ganz vielen mit, die ich kenne und es macht großen Spaß. Also es ist echt irre. Ich packe den Kanal natürlich mal in die Infobox, wenn ihr James Corden nicht kennt. Ich weiß nicht, ob man ihn sonst irgendwo im deutschsprachigen Raum so live im Fernsehen gucken kann. So manche Late-Night-Shows gibt es ja auch im deutschen Fernsehen aus den USA, aber das habe ich noch nicht entdeckt. Ich gucke ihn eben auf YouTube und dieses Autokaraoke, ja, sucht da mal auf seinem Kanal. Das ist wirklich großartig und man kann da ganz viel lachen und es ist ja einfach toll gemacht. Und James Corden ist auch so ein Typ, der super sympathisch ist. Es gibt da jetzt auch ein aktuelles Video, da tanzt er als Belle irgendwie durch die Straßen von Die Schöne und das Biest und dann kommen so Statisten und alle Leute, die irgendwie auf der Straße normal unterwegs sind, die gucken so ein bisschen entsetzt. Es ist wirklich großes Kino, wie ich finde. Er macht unglaublichen Spaß. Und ja, das sollte man auf jeden Fall mal reingesehen haben. Und das war es auch schon von meinem Monatsrückblick April. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Sind die ersten 4 Monate im Jahr schon um. Das erste Drittel geschafft.
Mein April war ja gerade, was so ein bisschen in der Familie Ende des Monats passiert ist, nicht ganz so vom Abschluss her gut, aber ich bin ein positiver und optimistischer Mensch und versuche mich natürlich mit schönen Dingen zu umgeben, mit lieben Menschen, denen ich auf diesem Weg auch einfach nochmal Danke sagen möchte. Und ja, das gehört einfach so dazu. Und es gibt eben manchmal auch Schatten. Und wo Schatten ist, ist dann wieder Licht. Und ja, auch für den Regenbogen braucht es ja Regen. Und ja, von daher hoffe ich, mein Monatsrückblick hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch eins der Bücher vielleicht schon gelesen habt, die ich gelesen habe. Oder wie ihr da vielleicht was empfunden habt. Gerne in die Kommentare. Und natürlich auch zur Musik und zur Serie. Vielleicht habt ihr auch Serientipps, wo ihr sagt, hey Steffi, wenn dir Sherlock gefällt, dann guck mal dir in die Serie. Wäre ich mega gespannt und erfreut darüber. Und ja, wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.